Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Bist du das Heft, den ich geöffnet habe? Ja, jetzt habe ich ihn gefunden. So, wir haben ordentlich Munition. Für eine Waffe, die wahrscheinlich scheiße ist. Aber hey, ist ja auch egal. Wir schauen uns ja hier erstmal um und hier sind schwache Gegner, um das Ganze zu testen. Von daher. Mich soll es nicht stören. The fuck? Kannst du mich bitte noch mehr erschrecken? Ja, wie ich dachte, die Waffe ist nicht so cool. Bin ich schon überladen? Nee. Doch. Kann ich denn schon überladen sein? Gehen wir mal hier hin. So, Pumpgun. Oh, 65 Schaden bereits. Präzision, Gewicht. Aber ich sehe nicht, wie viel Ladung der hat. Ah, der ist sowieso besser. Das Jagdgewehr werde ich auch nicht brauchen. Was zum Teufel ist jetzt hier noch so schwer? Das ist wahrscheinlich mein ganzer Schrott, den ich dabei habe, ne? Hier haben wir noch eine Waffenwerkbank. Also hier sind wirklich viele Werkbänke. Das finde ich geil. So, ein bisschen was zum Saufen mit. Nehmen diese seltsamen Geräusche ständig, ne? Honig. Honig ist nämlich extrem haltbar. Deswegen nehmen wir die einfach mal mit. Okay, wir haben eine fette Minigun. Die ab Stufe 35 ist. Hallo? Ist eigentlich wie eine 10 mm. Nur ein bisschen krasser. Okay, da oben ist irgendwas. Weiß nicht, ob es eine Wackelpuppe ist oder etwas anderes, aber wir gehen da rein. Ah, eine Wackelpuppe. Charisma. Eine schon lang plus zwei Charisma. Ja, voll unnötig. Oh, ich nicht. Du Kommunist! Ich hab das gesehen. Hier ist ein Stern. Kann ich nicht mitnehmen, schade. Okay, alles, was du dabei hast, gehört mir. Ich bin mal wieder überladen. Und hier ist natürlich ein Safe mit erforderlich 3. Ich habe nicht mal 2, weil mir das Spiel das nicht gönnen möchte. Okay, wir bräuchten mal wieder Militärberett. Oh, ich mag Militärberetts. Jawohl. Ich meine, ich habe sowieso schon ein ziemlich russisches Aussehen für meinen Charakter. Und den Russen, denen steht so etwas. Hallo, Mr. Handy. Warum sind hier so viele Kackbratzen und so? Okay. Keine Ahnung, was du darstellen sollst, aber du bist ziemlich unnötig. Süßer Mutterbeerentee.
Machen wir mal ein bisschen Musik an hier. Ziehen wir so einen Kaffee rein. Geht leider nicht. Wir bräuchten eine Werkbank. Okay, beim Kommunisten war keine, das weiß ich noch. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Ah doch, hier ist ein Safe. Den konnte ich ja nicht öffnen, glaube ich, ne? Erforderlich 3. Zeug, das ich niemals bekommen werde. So, Minigun. Auf Wiedersehen. Scheiß auf das Impro-Gewehr. So, ich denke mal, für die Schrottflinten. Für die Schrottflinten. haben wir jetzt schon alles, oder was wir bauen können, wa? Bin auch so krass überladen. Leichtbau. So, was war das andere? Wir haben Gefängnislumpen. Nehm ich. Mal was Neues. Den haben wir schon, ne? Nehmen wir den erstmal mit Taschen mit. Bis wir die anderen mit Taschen ausgerüstet haben. Okay. Lass uns höher gehen. Wir haben uns hier jetzt genug ausgetobt. Bitte die. Okay. Funkgerät? Hab ich gesehen, hier war irgendwo ein Gegner. Ah. Können hier einfach hochgehen. Der ist natürlich was anderes. Kann ich sie überraschen? Ist bestimmt einfach nur ein Roboter oder so. Das kann ja kein Mensch sein. Sie sind ja keine NPCs. Okay, ich fühle mich eindeutig verarscht. Nette Pose. Du hast dich ziemlich humanoid angehört. Ich hab's nicht rüber geschafft. Wie wär's mit Springen? Ist das eine Option in deinem Leben, Charakter? Macht einfach nichts. Wie bin ich an dir denn vorbeigelaufen? War das gerade ein Baseballschläger mit Taschen? Ach, mit Stacheln. So, aber wo ist denn der Mikro-Dingenskirchens-Phone? Ist der hier unten oder was? Ich sehe hier sonst keine andere Quest. Vielleicht bin ich blind. Aha! Manchmal spielen, ne? Bist du ziemlich undurchsichtig. Na gut, gehen wir da hin.
Nette Aussicht. Wir müssen herunter. Ah gut, geben wir unser Bestes, nicht zu sterben beim Runtergehen. Ich bezweifle es aber stark. Wieso hast du eine Krone auf, du? Warum hast du eine Krone auf? Fühl mich. Ich habe sie nicht verwertet, oder? Oh, bitte sag. Oh nein, bitte. Bitte sag mir nicht, ich habe sie verwertet. Nö, die hat ja einfach nur einen anderen Platz. Da willst du dich verarschen, Junge? Hast du einen Gott, der dich beschützt? Ich glaube, der steckt fest. Hey! Ein Raketenwerfer. Und ich bin überladen. Herzlichen Glückwunsch. Aber wir hatten ja hier irgendwo. Nö. Ich gehe mal nicht weiter. Ich gehe mal hier entlang. Wir finden schon eine andere Werkbank. Obwohl ich langsam nach Hause muss wegen dem ganzen Schrott. Oder auch nicht. Wir können doch einfach da hinten hin. Und unsere Sachen einfach abladen. Ja, die leben einfach alle wieder. Und deswegen ignorieren wir sie einfach. Oder wir reisen mal kurz nach Hause. Und dann reisen wir wieder hierher. Ja, ich glaube, das sollten wir echt tun, dass wir irgendwie mal unsere Waffen mal angucken und gucken, ob wir sie vielleicht mittlerweile verbessern können. Aber erstmal müssen wir unser Gewicht loswerden. Jetzt verfügbar. So. Aus fragwürdigen Quellen. Das wollte ich mitnehmen. Wir werden hier einmal ganz kurz unseren ganzen Schrott abladen. Und dann reisen wir nach Hause. Dann können wir da einmal noch gleich hin. Von hier aus oder so, von da aus. Mal gucken. Erstmal nach Hause. Was hier jetzt schon rumfleucht und rumkreucht hier. Ich hoffe, ich kriege gleich Hilfe. Warum müssen die alle kaputt machen? Wieso brennst du jetzt? Ich meine, ich habe da nichts dagegen, dass du einfach mal abfackelst. Ach ja, ich habe ja keine Leiter mehr. Ah, zu Hause. Ach, schön. Na komm. Gucken wir mal, was wir alles so machen können. Wieso wiege ich jetzt weniger? Ist mein Essen gerade vergammelt? So, Raketenwerfer. Brauche ich nicht. Was trage ich gerade? Wollte ich nicht was anderes tragen? Ach, ich habe die Gefängnislumpen angezogen. Klar. Aber die sehen scheiße aus.
Okay, du kannst weg. Oh, Standardverschluss. Und du kannst weg. Stufe 50. Na gut. Du kannst erstmal weg. Die Gefängnislumpen gehen auch noch weg. Okay. Jetzt haben wir aufgeräumt. Und jetzt. Achso, ich wollte gerade sagen, wieso habe ich noch so viel? Modifizieren und reparieren. Ja, jetzt geht's los. Erstmal die Rüstung. Du bist noch ganz heil. Heil, heil, heil. Du bist fast kaputt. Will ich reparieren. Okay. Verstärkt. Gestärkt. Nee, hier haben wir leider noch keine Taschen. Da sind schon Taschen dran. Taschen. Taschen. Scheiß auf Leichtbau. Ja, das war's mit meinen tollen Sachen. Naja, egal. So. Okay, wir haben unseren Hans Solo Revolver. Ja, Präzision wird sich da ein bisschen verbessern, aber. Ja, cool, ich kann hier nichts machen. Na gut, Hans Solo, sorry. Hier geht sowieso nichts. Bremse haben wir doch nicht. Visiere brauchen wir keine. Ah, Präzision könnten wir hier verbessern, aber geht noch nicht. Reichweite oder Präzision? Das hier wäre das Mittelding von beiden, ne? Nehmen wir mal das Mittelding. Und hier bringt uns das nichts. Visiere brauchen wir auch nicht. Und hier können wir nichts machen, weil wir Waffenschmied dafür brauchen. Cool. Okay. Was haben wir noch? Die Plasmapistole. Da können wir noch nichts machen, weil wir die noch nicht wirklich, ja, verwendet haben. Automatisch brauchen wir nicht. Dich würde ich gerne verbessern. Ich muss viel mehr Sachen auseinanderbauen. Gehen wir. Gehen wir hier drauf. Ich muss echt. Oh, wir könnten Schalldämpfer machen, wenn wir den Waffenschmied hätten. Okay, den nächsten Level müssen wir gucken, ob das geht. Das Ding ist eh kaputt, ne? Kann ich auch nichts machen. Ich meine, es ist schön gut, dass wir diese Werkbänke haben, an denen wir nichts machen können. Und überall brauche ich diesen scheiß Waffenschmied. Vier. Na komm. Wenn schon, denn schon. Ja, das lohnt sich nicht wirklich. Ein größeres Magazin macht es aber auch schwerer. Ja, ich benutze die sowieso so selten. Ja, Waffenschmied. Ganz klare Sache, wir können hier nichts machen. Ey, das ist so, so elend.
So, bevor wir losgehen, würde ich sagen, nochmal kurz reparieren. Ich habe kurz mein Inventar entleert. Und wir müssen unsere wichtigen Waffen reparieren. Okay. Mal hoffen wir, dass wir in den nächsten Level-Ups irgendwie auf Waffenschmied gehen können. Es ist so wichtig und wir können das einfach nicht machen. Echt uncool. So, wie teuer wäre das hier hin? 32 Kronkorken. Und wenn wir vorher hierher reisen? 26. 14 Kronkorken. Dann reisen wir hier hin. Und von Morgentown gehen wir weiter. So, da wären wir angekommen. Plötzlich werden uns hier 1 Milliarde Sachen angezeigt. Wegen Holobänder wahrscheinlich, ja. Luft, ja, die täglichen Dinger. Gut, dann reisen wir gleich dahin, wir sind nicht gleich, sondern morgen. Uns fehlen noch, ach, so wenig. Was brauchen wir denn noch täglich? Beanspruche eine Werkstatt. Trinke ein Nuka-Cola Quantum. Ich Nuka-Cola Quantum getrunken hätte. Dann könnten wir uns jetzt endlich das Outfit leisten. Hallo, Tresor. Laser Scharfschützengewehr. Also genau das, was ich möchte. Geile Sache. Aber gut, Freunde, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und dann geht das richtig ab. Haut rein, euer Zero. Tschüss.